Es ist an der Zeit, die Macht zu entfesseln. Jo, servus, du Weißwürstel da draußen vor dem PC, Handy, Laptop und TV. Wir spielen 24. Folge von Yu-Gi-Oh! Reshef der Unterhaltung. Schön, dass du bei dieser Aufnahmesession dabei sein möchtest. In der letzten Aufnahme hatten wir einiges erlebt. Wir haben alle Millenniums-Gegenstände zusammengebracht. Hat uns aber nichts gebracht, alles für die Katz. Denn die ägyptischen Götter sind deswegen doch nicht erwacht. Es fehlte einfach das Millenniums-Puzzle. Dann wurde auch noch Ishizo entführt. Die Neokus haben ganze Stadt Domino unter Kontrolle gebracht. Dann mussten wir Bennett Keith besiegen, der Ra hatte. Ja, er ist aber recht nett gewesen. Er hat damals anscheinend das Millenniums-Puzzle gestohlen. Und in Verbindung mit den anderen Gegenständen haben wir alle ägyptischen Götter erwecken können. Und somit ist alles wieder gut. Wir haben Ra im Kugelmodus und wir haben Slifer. Und jetzt geht's eben weiter. Ich habe vor kurzer Zeit einen Special Part rausgebracht, wie ich ein Deck zusammenstelle. Wir sollen Paradox in China finden. Und das tun wir jetzt erstmal. Dann geht's weiter mit der Story. Ja, darauf freue ich mich schon, die ganze Zeit Ra wieder zu erwecken. Ich bin Paradox. Ich bin der Weise aller Duellanten. Ich habe schon von euch gehört. Aber die Dinge sind wohl nicht so, wie man sagt. Hey, mach dir da keine Sorgen, alter Mann. Sprechen wir über die Jagd hier. Ja, wo ist ein Pegasus? Und was, wenn ihr es wisst? Wir müssen den Dunklen unter allen Umständen aufhalten. Reshef der Dunkle. Wenn die drei Götterkarten ihre Macht zurückerhielten, könnte man Reshefs Pläne vielleicht vereiteln. Na, dann sag uns denn wo. Immer mit der Geduld. Kronik, der geflügelte Drache von Ra, den du in den Händen hältst. Yay! Hi! Diese Karte wird dir in Pegasus Burg nichts bringen oder nützen. Der geflügelte Drache von Ra ist noch nicht erwacht. Schläft noch ganz putzig in seiner Kugel. Genau! Er befindet sich im Sphärmodus oder so. Stimmt's, Crony? Ihr müsst erst Ra's Macht zurückgewinnen. Irgendjemand weiß bestimmt, wie man sie weckt. Servus. Jo. Ich hätte gedacht, hier kommen jetzt einige Duelle, aber nö. Okay. Lag ich falsch, schon wieder. Gut, es ist sehr lange her. Gehen wir zurück zu Ishizo und verkünden die Neuigkeit, dass wir sie lieben und sie ehelichen wollen und nette Kinder haben wollen mit ihr. Tja, habt ihr Paradox getroffen? Nun, die ganze Lebensgeschichte von Yugi wird erzählt, wie er als Waisenkind zur Welt gekommen ist und Solomon Muto ihn unter seine Fittiche genommen hat und ihn Kartenlesen beigebracht hat. Ah, verstehe. Die alte Priesterschrift zur Erweckung von Ra. Nur zwei Menschen haben die alte Sprache entschlüsselt. Einer ist Kaiba Seto oder Seto Kaiba. Doch Kaiba Seto ist tot. Oh nein, er verfolgt Bokoba. Dann müssen wir eben den zweiten Mann finden. Das könnte ich sein. Gib mir die Karte her. Chronik. Also, nee, ich konnte es doch nicht retten. Der andere, naja, ist mein Bruder. Marek. Oh oh. Oh, das ergibt doch keinen Sinn. Oder das ergibt einen Sinn. Momentan. Einen Sinn, ja, das gibt einen Sinn. Der geflügelte Drache von Ra gehört ursprünglich ja Marek. Marek führt ein neues Leben in Ägypten. Bitte besucht ihn dort. Yay. Ich freue mich schon auf die Duelle. Mit Odion. Oh nein, das wird lustig.
Ägypten ist freigeschalten worden. Oh Mann. Machen wir es so rum. Ja, Ägypten. Wir werden aufgehalten von einem wirklich coolen, tätowierten Kerl mit einer wunderbaren Frisur. Aha, die Nostalgie überwältigt mich. Lobet die Pharaonen, lobet Pharaoatem. Willkommen, wackere Duellanten. Wackere Duellanten? Das stimmt zwar, fühlt sich gerade so gut an. Oh, ist das Sünderin, werde ich jetzt beraten. Oh, Dion, bist du auch noch so gut aus? Wie auch immer. Natürlich, wie man sieht. Ja, du siehst gut aus. Nun, meine Freunde, was führt euch hierher? Wir wollen zu Marek. Wir müssen ihn sprechen. Es ist bedauerlich, aber ich kann nicht gestatten, dass ihr jetzt zu ihm geht. Wieso nicht? Wir kamen nicht hierher, um uns das sagen zu lassen. Komm, hau mir in meine Rübe rein. Kroniken, können wir das denn nicht so akzeptieren, oder? Ich glaube, man kann verweigern. Aber lass uns drum kämpfen. Yay! Na, das macht doch die Sache leichter. Ich sehe, dass ihr nicht gehen möchtet. Es geht nicht anders. Ich, Odion, gestatte nicht, dass die Ruhe von Meister Marek gestört wird. Das bedeutet du. Ich habe gerade vorhin nochmal gespielt. Dann habe ich die Aufnahme verworfen. Gerade vorhin habe ich gewonnen. Schauen wir mal, ob das diesmal auch so ist. Das ist so cool. Ich werde mal erstmal in den Verteidigungsmodus gehen. Ja, das ist vielleicht gut. Und die Karte lasse ich mal erstmal. Weil er hat eigentlich mehr Fallenkarten als Monsterkarten. Oh, diesmal ist er gemein. Ja, ist ja gut, oder? Nett. Ich weiß noch nicht, was ich machen soll. Es wäre sinnvoller, wenn ich diese Karte noch behielte. Dann machen wir es doch gleich wieder so. Ich bin ja so ein kleiner Frechdachs. Wir machen das hier. Ich habe Angst, ihn anzugreifen. Das machen wir gleich. Ich möchte erstmal mehr Monster auf dem Feld haben, damit ich mich einfach sicherer fühle. Schwarzes Loch. Okay. So ein Mongol. Endgültiges Schicksal? Okay. Mach nur deine Karten kaputt. Ich freue mich drauf. Das ist ja noch spannender als gerade vorhin. Du Lümmel. Ich habe ein so starkes Monster auf dem Feld. Du kannst mich niemals ins rechte Schatten schicken. Monster wiedergeboren. Ja, leck mich am Arsch. Toll. Das ist echt gemein. Jetzt hat er mein Monster geklaut. Damit kannst du überhaupt nichts machen. Au. Okay. Brauche eine gute Fallenkarte. Hat er mir einfach mein Monster geklaut. Und ziemlich stark ist noch dazu. Okay, letztes Mal habe ich dich besiegt. Sieht's wohl diesmal nicht so aus. Schön. Dankeschön. Falsche Karten gekriegt. Jetzt müssen wir uns das immer wieder antun mit den Gesprächen. Ah, dieser wunderbare Odion mit seinen Fallenkarten. Wir wollen ihn besiegen. Es ist aber optional, dass wir ihn nicht unbedingt kämpfen müssen. Das weiß ich, dass ich das wiederhole. Und werde auch das nie wieder sagen. Hoffe ich. Ansonsten gibt's einen Euro. Gib mir mal bessere Karten. Verräterische Schwerter. Du bist so ein netter Kerl. Das ist so ein ganz netter. Jetzt darf ich nicht mal angreifen. Tja. Wir machen das einfach mal so. Ich weiß jetzt nicht, ob ich wirklich ein Monster rausholen soll. Ich versuche es jetzt trotzdem mal. Es ist besser als gar nichts. Schwarzes Loch. Monster wiedergeboren.
Schön, dass du mein Monster hast. Oh, du hast dich ja noch entschieden, mit dem Stärkeren anzugreifen. Na ja, gut, ich mach einfach weiter. Mit Geduld und Spucki können wir ihn gewinnen. Jetzt hör auf mit deinen Habienstab. Jetzt machst du auch das hier noch. Elementsklassenvorteil, sag ich da. Ich bin Odion, der Wächter von Marek. Du wirst mich nie schlagen können. Nee. Das glaube ich nicht, das glaube ich nicht. Schleimbrüder. Die Karte kann sehr nützlich sein. Wir effektieren nochmal. So einfach geht's. Ich tue es trotzdem jetzt mal, damit ich einfach Monster kriege, ja? Jetzt kriege ich Wald, okay. Kann ich jetzt wieder angreifen? Ah, es war eine Falle, okay. Gut, dann, das ist Wind, dann kann ich jetzt wieder angreifen. Yeah, sehr gut. Gut, schaut gut aus mit uns. Wir können jetzt durch den Schleimbrüder immer immer neue Monster gewinnen. Und somit können wir dieses Duell vielleicht gewinnen. Aber vielleicht nur vielleicht. Verräterische Schwerte, sage ich. Ich Depp. Der Schleimbrüder natürlich. Jetzt kann ich natürlich Nachteil, ich kann kein Monster mehr rufen. Aber ich bleibe jetzt mal so. Wie es ist. Ich bleibe. Und werde mir vielleicht noch einen Verwandlungsschleim holen. Was rede ich denn noch heute? Und dann ablegen. Okay. Das reicht mir. Dann lege ich diese Karte einfach ab, dann bin ich davon wieder befreit. Gut. Das Duell ist ja sowieso gewonnen, um jetzt ganz ehrlich zu sein. Ups. Gewonnen! Gegen Odion! Feine Sache, das. Man kriegt auch nur eine Deckkapazität dazu, ja? Also den kann man immer wieder besiegen und ist eine unwichtige Nebencharaktere. Aber Odion. Keldor bekommen. Oh, cool. Letztes Mal habe ich Rekiki bekommen. Mit dieser Karte bin ich eigentlich zufriedener. Ein Benutzer von Lichtzauber, der einen Friedhof bewacht. Mit seinem heiligen Licht wehrt er Leichenschänder ab. Okay. Also kommt ihr mit viel Kraft und werdet... Letztes Mal habe ich den Bayerisch gesprochen, aber das lasse ich jetzt lieber doch weg, sondern ganz normal. Lasst sie eintreten, Odion. Meister Marek, seid ihr sicher? Selbstverständlich, ich habe nichts dagegen. Vergebt mir meine Roheit, bitte tretet ein. Wir haben auch was zum Essen, zum Trinken, Früchte. Und sind eine Runde weiter. Yay. Hi. Vater. Mutter. All die Menschen, denen ich geschadet habe. Ich bete, dass die Sonne eure Seelen erleuchtet. Brav ist er geworden. Hallo, es ist lange her. Meister Marek, vergebt die Störung eures Gebete. Das macht doch nichts. Sie sind doch willkommen. Sogar mein verblichener Vater hätte sie begrüßt. Den hätte ich gern mal kennengelernt. Marek, wir brauchen deine Hilfe, um Gornix geflügelten Drachen von Ra zu erwecken. Sagt mir mehr. Die ganze Lebensgeschichte wird erzählt von Joey Wheeler. Auch diese ist wichtig. Aha, deshalb floh meine Schwester in Panik. Es ergibt jetzt alles einen Sinn. Ich muss euch töten. Okay. Ich begreife, was ihr sucht. Klasse, dann können wir es ja sofort in Angriff nehmen, oder? Ich werde Ra allerdings nicht so einfach erwecken. Im Herz? Ich denke, ihr kennt die Antwort bereits. Duellieren wir uns. Unnötiger Flashback. Was zum Teufel?
Ra's Urteil. Nein, nicht nur das. Schwöre den Zorn der Götter. Hier sieht man nochmal schön, wie Benedict Keith stirbt. Ja, sie haben recht. Ra ist wirklich unheimlich. Ich mache dir einen Vorschlag, Kronik. Ich werde dich prüfen. Ich werde prüfen, ob du wert bist, Ra zu erhalten. Wenn du mich nicht im Duell besiegst, bist du des geflügelten Drachen von Ra nicht würdig. In Ordnung, duellieren wir uns. Wir haben keine Wahl. Es wird Zeit für ein Ra. Sieht ziemlich gut aus für uns. Hm? Ich bin ein Fan von dieser Karte und setze erst einmal diese Karte, bevor ich jetzt gleich meinen Dunkelglanzritter setze. Rekiki. Monster Wiederborn. Was tust du? Ja, du hast was beschworen, du kleiner Zipfel. Du. Ja gut, dann mache ich es jetzt doch. Es geht nicht anders. Um Marek zu besiegen, werde ich alles einsetzen, was geht. Ui, coole Karte. Zeige ich euch dann im späteren Verlauf, was das für eine war. Ich habe jetzt darauf gar nicht geachtet, weil ich jetzt halt voller Happiness rumgesungen habe. Viel für Happiness. Ich werde mal ein Tribut starten, nochmal zusätzlich. Ihn angreifen. Schaut schon sehr, sehr gut aus, gerade. Aber wir dürfen Marek nicht unterschätzen. Ich werde euch alle ins Reich der Schatten schicken. Marek, beruhig dich. Ich bin das finstere Böse. Das unendliche Leid. Auch wenn du jetzt stärker sein magst. Es gibt gar nichts, was man mich aufhalten könnte. Und sind die geburnt. Warum habt ihr denn das alle immer? Die Falle hat zugeschnappt. Ich habe ein paar Lebenspunkte verloren, das ist mir scheißegal. Ich hätte jetzt gerne nochmal meine Lebenspunkte aufgestockt, aber... Somit gewinne ich dieses Duell. Mit vollen Vorzügen. Duellsieg. Auch hier ist um 1 gestiegen. Marek können wir im Verlauf immer wieder herausfordern. Du hast dunkler Feuersoldat 1 bekommen. Ah, nicht schlecht. Verdeckt arbeitender Spezialist, der sich in Flammen hüllt. Er ist ein Experte im Umgang mit Sprengstoff. Herzlichen Glückwunsch. Aha. Deine ganzen Duelle waren also nicht umsonst. Kronik. Ich glaube, dass du Ra bändigen kannst. Gib mir die Karte, bitte. Ich brauche jetzt den geflügelten Drachen von Ra. Krasse Scheiße, ne? Jetzt hat er das aufgesagt, was auch immer. Und dann sagt er, erwache, wache, geflügelter Drache, Drache von Ra, Ra. Geflügelter Drache von Ra erhalten Kampfmodus. Das Menü zur Deckeinstellung wird geöffnet. Jetzt zwingen sie mich auch noch. Ich weiß, diese Karte werde ich jetzt zum Stamm hinzufügen und den geflügelten Drachen von Ra in mein Deck holen. Hier ist er. Ist er nicht schön? Drache, der seine Lebenspunkte auf 1 senken und seinen Gegner gemäß den verlorenen Let's Plays Lebenspunkten Schaden zufügen kann. Mein Gott. In das Deck. Tja. Ist dieses Deck okay? Ja. Ra ist erwacht. Jawohl, geschafft. Der geflügelte Drache wird reisen. In aller Herrlichkeit. Endlich zurück. Ist doch nicht so. Gib mal die Karte her, Chroniken. Nein, gib's doch nicht. Komm, ich will's halt mal auch haben. Ich habe vorhin Schokolade gegessen. Mach jetzt hier mal dreckig. Leider nicht. Wieso? Was ist Marek? Hast du vergessen, der geflügelte Drache von Ra hat eine andere Form. Seine unsterbliche Form, den Phönix-Modus, fehlt. Die Karte hat noch eine furchtbare Macht, oh mein Gott. Ja, genau.
Ja, wieso wächst du diese Form denn dann nicht auch? Das kann ich jetzt nicht. Irgendwie habe ich meine Macht verloren. Ja, ich war es, der ihn damals erweckte. Aber damals reagierte die Dunkelheit in meinem Herzen. Ich weiß nicht, wie man ihn jetzt weckt. Es muss ein Geheimnis geben. Aber es gibt nichts zu fürchten. Ra ist sehr mächtig, auch in dieser Form. Es sollte reichen, um den Dunklen zu besiegen. Es muss ein Geheimnis hinter dem Phönix-Modus stecken. Ihr solltet zurückkehren, wenn ihr es herausfindet. Das tun wir, Marek! Du bist echt cool! Du bist der coolste von allen! Liebe dich! Paradox wird uns sicher helfen! Er sollte uns sagen, wo Pegasus Burg ist! Ja! Phönix-Modus hin oder her! Wir schaffen davon! Wir zwingen Refef in die Knie! Ups. Ah, jetzt geht's weiter. Meister Marek wird die Priesterschriften deuten. Dazu braucht ihr allerdings einige Zeit. Am besten fahrt ihr mit eurer Suche fort. Mit dem Fort. Ich warte hier auf euch und gebe euch dann Bescheid. Bitte besucht uns gelegentlich. Meister Marek würde sich gewiss freuen. Bitte grüßt Fräulein Shisu von mir. Ach, Shisu. Ja, das sagt sonst nichts anderes mehr. Gut, wir haben Ra. Und es ist auch eine wunderbare Zeit, hier zu beenden. Wir speichern das schnell, dass wir auch sicherer haben. Jut, 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 jut. Wir werden ihn auf jeden Fall noch wecken, aber das erst in der nächsten Runde. Wir werden hier erstmal stoppen. Wir kasteln Shisu ein. Ich bedanke mich wieder fürs Zuhören, fürs Zusehen, für euer Interesse. Bye.